So, hallihallo, meine lieben StarCraft-Freunde. Ich habe hier ein schickes BO3 für euch am Start auf Lager. Und das hat ein paar kleine Besonderheiten, beziehungsweise eine Besonderheit. Wir machen erstmal Go, denn wenn man da oben liest, ESC Jax gegen ESC Goody, könnte man denken, das ist ein clanintern Übungsmatch oder what auch immer, oder what. Aber es ist der Qualifier zur SC2RO, das, was ich euch ja da vor ein paar Tagen im Livestream gesagt hatte. Und da war zum einen zum Beispiel DBS war dabei, RMDX war dabei, Jax war dabei, Goody war dabei. Und Goody steht jetzt hier im Finale gegen den kleinen Jax, der hier auf dem Shattered Temple als grüner Protoss Close Air Position gegen Goody spielt. Und wenn ihr euch sagt, Goody? Wo ist hier Goody? Lila passt, die Farbe passt, der Name passt, aber was ist hier los? Goody spielt Protoss. Und ja, es ist BO3-Finale zwischen eben Jax und Goody im ja, SC2RO Finale. Und ja, da bin ich gerade selber auch so ein bisschen durch den Wind. Goody spielt Toss und tja. Und da halte ich gerade noch so ein bisschen darüber, dass Goody danach schnell weg muss, weil er NESL spielen muss. Jax hätte gerne, dass er da den Stream anmacht, aber Goody sagt, nein, geht nicht. Die Results müssen geheim bleiben. Und ja, es ist Shattered Temple. Es ist nicht PvT, wie es zu erwarten wäre, sondern ich muss es nochmal sagen, es ist PvP. Goody, back to the roots hier, seine Brute-War-Rasse, die Protoss, kommt jetzt hier beim guten Jax mal rein und scoutet hier los, während Jax selbst auch schon am Start ist. Hier Gate, Pylon, Gas wird saturiert und jetzt geht's auch hier bei Jax im Gas los. 16-16 im Supply, APM 80 zu 30, ganz entspannt hier. Goody unterwegs momentan. Gateway hier durch. Gateway auch hier durch, jetzt beide mit dem Core, der kommt bei Goody sogar noch ein Ticken eher. Ja, was kann man hier erwarten? BO3 mit Goody als Protoss gegen Jax. Beides Grandmaster, beides Deutsche, beide vom Team ESC Icybox. Und dann, ja. Bin ich mal sehr gespannt, was da nur rumkommt. Jax ist hier noch so ein bisschen fleißig am Scouten. Auf der anderen Seite steht auch Goody noch hier parat, hat sich sogar 5 Mark geklaut von Jax the Boy. Jax wollte die Replays erst gar nicht rausrücken, weil er meinte, nee, die sind kacke. Aber nachdem ich das dann gestern auf Facebook gepostet habe, von wegen Goody gegen Jax Finals, BO3, Goody als Protoss, dann wolltet ihr ja dieses Replay sehen, beziehungsweise diese Serie. Es sind ja mindestens 2 Spiele. Der erste Versi hier von Goody vertreibt hier Jaxons Probe. Auf der anderen Seite sieht das Ganze genauso aus. Hier der Berse, hier die Probe. Da haben sie beide aufgepasst. 24, jetzt 26 zu 28. Zweites Gas hier bei Jax unterwegs. Warp Gate Tech läuft und auch hier läuft der Warp Gate Tech mit Chrono Boost. Zweites Gas, zweites Gate. Ah, nee, du machst das. Drittes Gate sogar noch hinterher. 3 Gates Doppelgas bei Goody. Und hier jetzt One Gate Robo bei Jax. One Gate Robo gegen 3 Gates. Könnte hier so eine Art 3 Gate Expansion geben. Ja, Sentry kommt auch raus. Zweite. Eine steht hier schon. Da bin ich mal gespannt. Und ich zeige Ihnen Blumen. Und ist da eine Katze auf der Fensterbank? Ich weiß es nicht. Watchtower hier gehalten von Jax momentan, der hier mal weiter nach vorne schlotzt. Hier Stalker gegen Stalker und dann geht es immer darum, wer kriegt den ersten Hit. Aber beide hier ziehen sich zurück. 34, 32. Zweites Gate fertig. Warp Gate Tech ist ebenfalls durch. Und dann kann er hier aufklappen. Hier bei 55 das 3 Gate von Goody. Am Start hier drüben jetzt auch 2 weitere Gateways und die Robo spuckt den ersten Observer aus. Ja, wir dürfen gespannt sein. Wir gucken mal aufs Income. 25, 27, da ist Goody leicht voraus. Jetzt 40, 90, der APM-Count. Paar Stalker hier von Goody mal zum Watchtower.
Sascha gegen Alex und halt jetzt hier vier Stalker vor der Butze, aber Rudi zieht sich zurück, sieht ja alles klar, keine Echse. Gateways sind jetzt auch hier am Aufgehen. Jetzt gibt's hier gleich mal den Immortal hinterher. Und was bringt Goody? Ja, Goody kommt jetzt mit der Roboter ja noch ein SUV bzw. eine Proppe rumstehen. Also 3-Gate-Robo gegen jetzt 3-Gate-Robo, aber halt das Opening war halt ein bisschen anders. Der eine zuerst die 3 Gates, der andere 1-Gate-Robo, ihr seht's ja hier, ne? Aber im Endeffekt kommt's auch selber raus. Aber der Unterschied ist halt, dass Jax halt eher die Observer hat, Jax hat eher den Immortal. Den zweiten übrigens, einer steht hier schon, 51 zu 46 im Supply, nächster Pilot kommt und warum habe ich jetzt hier so ein im Hals? Ja, Expansion von Goody. Bin ich mal gespannt. Weitere Units werden hier reingeworbt, auch jetzt hier der Observer im Bau und hier vorne kommt Jax raus mit 5 Stalkern, eventuell zurück zum Watchtower. 58, 58. Goody aktuell ein bisschen Supply blockt. Und will hier vorne eventuell mal so ein bisschen auf Pylon Hunting gehen. Ja, und hier sollte es einen Pylon geben, beziehungsweise soll es immer noch geben. Goody zieht sich jetzt zurück, hat schon einen Stalker verloren. Ah, weitere Units werden gewarpt hier. Bersis, ein Highground Stalker noch am Start. Aber gut, die hat jetzt hier gleich seine Expansion durch. 75, bzw. 6, 75. 67 zu 56 im Supply. Und eigentlich wollte Jaxter das Ganze hier mit casten. Ah, hier vorne den Observer schön rausgenommen. Goodies steht hier noch perfekt und sieht, was da kommt. Mass Stalker, 2 Immortal. Er selbst hat jetzt hier auch den ersten, aber schon draußen. Und eine Menge Sentries. Er kann hier also Force fielden und Jax kommt 75 zu 60 im Supply. Der erste Hit geht los hier und Jax zieht sich wieder zurück. Weitere Bersen. Der Warp and Pylon hier vorne steht jetzt hier mit rum. Und da kommt die ersten Force Field. Ah, schön. Kriegt er den. Ja, super hier von Goody, wie er hier den Immortal Trap sofort zieht er sich wieder zurück. Sah ein bisschen unbeholfen aus hier, aber es ist halt auch kein Main Toss mehr. Mehr, wenn früher in der, ich glaube, Beta zum Teil sogar auch noch und in StarCraft 1 hat er ja Protoss gespielt. Weitere Force Fields hier blocken bzw. sperren die Armee aus und zieht sich aber auch wieder zurück. 71 zu 50. Jack setzt sich hier so ein bisschen im Hintertreffen. Er bringt jetzt hier auch den Nexus. Bei Goody läuft hier die Expansion schon. Wir gucken nochmal. 34, 24, also 10 Worker mehr. Goody pusht raus und kriegt er den nächsten Immortal. Nein, er kriegt ihn nicht. Jetzt hier auch ein paar Force Fields auf der Seite von Jacks. Guardian Shield läuft und er zwingt hier doch tatsächlich den Panzergeneral zurück. Schönes Focus Fire hier von Jax, aber nochmal auf den Immortal von Goody. 70 zu 40. Ja, wer hätte das gedacht? Normalerweise im PvP super riskant, früh zu exen, aber für Goody hat es sich jetzt ja ausgezahlt. Seine Imba Force Fields hier, wo er den Immortal getrappt hat. Aber halt auch hier schön gemacht von Jax, der ihm dann auch wieder einen rausgenommen hat. Ja, 3-Gate-Robo, 3-Gate-Robo-Expansion, aber bei Goody eine Ecke früher und eben waren es 10 Worker mehr. Jetzt sind es immer noch 10. 40 zu 30, beide jetzt hier mit den Immortal unterwegs. Noch niemand mit einer Forge. Jetzt kommt die, oh, aber Twilight Council, weiteres Gateway bei Goody. Ah, hier Chrono Boost, hier jetzt noch nicht so stark benutzt. Beide Nexen fast voll. Bei Jax sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Aber hier, der gute Goody macht seine Sache hier gut. Dritter Immortal mittlerweile dabei. Twilight Council und Warp Prisma, während es bei Jax jetzt hier die ersten Kolossi gibt. Ah, hier drüben nochmal der Observer von Goody. Ja, 3-Gate-Robo gegen 3-Gate-Robo, beziehungsweise jetzt hier 4-Gate-Robo. Und oh, Immortal Drop hier von Goody. Kolostec, wie gesagt, aber nicht zu unterschätzen. Hier vorne pusht Goody nochmal raus. Ja, Thermal Lance kommt bei Jax und was will er mit der Twilight Council? Ah, das Warp Prism hier. Ja, Goody will scheinbar jetzt frontal ein bisschen angreifen hier mit seiner massiven Angriffsarmee und zeigt gleich, als hier hinten ein bisschen in der Eco-Line die Immortals droppen. Zack, zack.
Ausgeklappt, die Scheiße. Jetzt geht's hier los. 8 Kills, 2 Kills, Bärs werden gewarpt. Und hier vorne steht die Armee. Und Jax. Jax macht momentan irgendwie noch gar nichts. Was ist da los? Jax, bist du AFK, Junge? Oh, what? Der krastet hier völlig aus. Hier vorne gibt's noch einen kleinen Fight. Ein Koloss schon draußen. Goody zieht sich zurück. Aber guckt euch mal die Immortal an. 13 Kills, 7 Kills. Die Bärsen stechen hier alles ab. Jax, Junge, was ist da los? Oh. Ja, die Bärsis gehen jetzt hier down. Hier nochmal ein paar Games entsaftet und kriegt dann noch die Immortal weg. Nee, kriegt sie nicht mehr weg. Wenn Esther dir noch den Koloss killen würde, das wäre jetzt nochmal ein absolutes Highlight. Aber Worker Kill 26 zu 0. 100 zu 60. Jax muss irgendwie Brain AFK gewesen sein hier. Komplett hat er die Eco-Line in der Mainbase hier. Guck mal da, alles weg. Alles Schrott. Alles Schrott. Und wie sieht's aus bei Goody? Hat er mittlerweile hier auch den Koloss-Tech? Nö, aber es kommt Blink und weitere Gateways. 70 zu 110. Wir gucken mal Army Supply. 50-50. Da sind sie gar nicht so weit auseinander. Aber Goody hat halt hier dem Jax so wehgetan hier eben. Jetzt wird ja auch nochmal schön aufgestellt. Ein bisschen separiert hier die Armee. Da kommt der Koloss. The Thermal Lance ist durch. 3 weitere Gates. Wie gesagt, wir bauen nochmal einzelne vereinzelte Force Fields hier von Goody Bunny, glaube ich. Ah, dieser eine Koloss jetzt hier. Der kann hier ausrasten. Hat auch schon seine 2 Kills, aber auch schon eine Menge Damage ausgeteilt. Ja, Goody braucht auch einen Koloss, würde ich mal sagen. Oder halt Blink, um sich halt ranblinken zu können. Aber hier Jax hier wieder auf dem Rückweg. 50 zu 100 Supply und das Income 60 knapp zu 20 Workern. Jax baut nochmal nach und hier hinten kommt schon wieder das nächste Warp Prism. Hier wird noch so ein bisschen Cliff Contain gemacht hier mit dem einen Koloss und hier vorne unerbittlich hier, der Goody, als wäre er nie was anderes gewesen, hätte er die Terraner gespielt, reißt er hier wieder die Eco ab von Jax, 60 zu 120 und weitere Stalker werden reingeworfen, auch hier in der Mitte wird gefightet und auch hier ist Jax wieder auf dem Rückweg. Bling ist jetzt hier kurz vor der Fertigstellung. Ja, nochmal ein Koloss am Start hier gegen ein paar Bersen, aber der Eco-Schaden wurde gemacht, 50 zu 110. Und jetzt ist auch Blink durch bei Goody. Ah, die Katze ist hier gerade wieder über den PC gestiefelt und der Knopf war nicht abgedeckt. Ich musste eben kurz aufpassen, dass er nicht auf Reset tritt. Eieieiei. Ja, jetzt gibt's hier weitere Pylone und eine Forge endlich mal. Und Jax ist eigentlich hier kurz vor dem Ende, kann das hier eigentlich nicht mehr gewinnen. Hat jetzt hier 2 Kolosse am Start, aber hier was hier von Goody ankommt. Wie gesagt, der hat jetzt hier auch Blink, kann sich da ganz entspannt dran blinken. 3 Immortal. Und wenn man bedenkt, die 2 Emos vorhin in der Eco-Line, was sie da für ein Damage ausgeteilt haben. Nochmal nächster neuer Nexus hier von Goody unterwegs, während hier geguckt wird. Ah nee, hier gibt's noch keine dritte. Alles klar, dann reißen wir mal ab hier. Ab Angriffsmodus. Angriffsmuster Omega hier. Und dann hier wird das Ausweichmanöver hier gestartet von Jax. Aber der Nexus hier geht doch noch down. 4. Immortal jetzt mit dabei. Die Blinkstalker mit dabei. Eventuell sollte er sich jetzt nicht immer so ein bisschen zurückziehen. Denn der eine Koloss, 2 Kolosse, der rösten hier schon mal einen Immortal zu Klump. 70 zu 120 hier vorne nochmal. Der Observer von Jax guckt hier nach. Alles klar. Denkt sich, oh, keine dritte. Was ist da los? Aber die dritte von Goody steht hier. Ja, 70, 100, knapp 30, also fast Double Supply. Wir gucken nochmal Army Supply. 44 zu 70. Und ja, Jax tierisch am Arsch. Sieht jetzt hier ganz gut aus wieder in der Main, aber auch nur, weil hier die Natural jetzt leer ist, weil die Natural wurde abgerissen. Ja. Goody macht sich hier auch nochmal die nächste Expansionsmöglichkeit klar. Nächsten Warp-Ins hier. Massiv wird hier die Bersenkeule geschwungen. Charge kommt. Jetzt gibt es ja auch die ersten Upgrades. Goody halt hier nicht zu greedy. Spielt hier ganz entspannt den Schuh runter. Scoutet hier vorne nochmal mit dem Observer, dass hier ungefähr die Armee am Rumschlawenzeln ist. Nächstes Warp-Prism kommt. TT-Shrine. 150 zu 80. Wir gucken nochmal die APM. 70 zu 100.
Ah, gut, die riecht den Braten. Positioniert sich jetzt hier auch schon mal so ein bisschen. Jax hat das Ganze hier aber auch schon gesehen. Mastalker Immortal, er selbst mit zwei Kolossen. Da müsste man doch gleich mal den Blink geben. Den Chase-Blink von Tuli, bitte. Aber GG von Jax. Als er, denke ich mal, hier das hier gesehen hat. Eine super laufende dritte Base, 160 zu 80. Ja, was soll ich sagen? 1-0 Goody im PvP zwischen ESC Goody und ESC Jax. Altmeister gegen den Jüngling und ja, wir gehen ins Spiel 2. Und da geht's auch schon weiter mit dem zweiten Spiel, was ich eben noch gar nicht richtig realisiert habe, am Ende von Spiel 1. Nachdem es da ja in der Nähe der 3 Uhr Natural zum Fight hätte kommen können, ging zeitgleich auch in die Main von Jax nochmal ein Dropship, beziehungsweise ein Warp Prism von Goody, und da wurden nochmal eine Menge Units reingewarpt, und das kann Jax oder konnte Jax halt nicht defenden, da seine komplette Main-Armee halt komplett am anderen Ende der Karte stand und er auch noch nicht das Geld hat oder auch die Kapazitäten, um da entsprechend nochmal was rauspumpen zu können. Ja, so viel nochmal zu Spiel 1. Wir starten jetzt also in Spiel 2 und das Ganze ist Netherzin Crypt. Mit Jax, blauer Protoss. Gegen Goody, immer noch Protoss in lila, unten links gespawnt. Also oben links der Jax, unten links der Goody. Ja, und dann warten wir mal ab. Wie gesagt, Goody führt 1-0. Kann er seinen Vorsprung ausbauen? 2-0 und dich hier die Serie sichern? Oder gleicht Jax aus? All das wird sich in den nächsten 5 bis TVT-Style 50 Minuten klären. Ah, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ja, Goody hier unten links halt am Start. Hier in Nerazin Crypt ist die Map hier. Ja, PvP, lalala, kurze Wege hier. Gateway. Gateway. Beide gehen mit dem Gate scouten. Das Gate von Goody einen Ticken schneller auch. Er haut hier den Boost auf den Nexus, auch bei Jax. Das gleiche Bild, jetzt gibt's hier das Gas und jetzt gibt's auch hier das Gas, also so ganz schlecht, also so wirklich schlecht spielt Goody das hier nicht. Er hat immerhin hier Jax hier im ersten Spiel geschlagen, der aber auch wirklich ein bisschen verpeilter war. Dieser Immortal Drop da, 26 Worker gekillt und der hat keinen einzigen Worker gesaved, also was war da mit ihm los? Aber AFK, oh, was ist da hier, du Vogel, du? Komm nur, du kleiner Rauf und Runter, hätte jetzt Wombat wieder gesagt. Ja, am Freitag wird es wieder Placement-Action geben. Also jetzt kommenden Freitag, den 14. Oh, hier, Treffen der Props und hier im Autoscooter wird sich kurz angebumst. Ja, 14. um 19 Uhr ist ne? Placement-Action. Könnt ihr euch noch anmelden auf www.thetref.de. Also quasi morgen geht's los. Vielleicht kriege ich bis da noch die Replays noch raus. Auf Facebook, auf YouTube. Heute Abend ist ja auch schon wieder Close Combat Cup. Also heute Abend, jetzt hier am 13. Wenn ihr das Replay vielleicht jetzt hier am 16. guckt und da sagt, heute Abend Close Combat, das ist doch bloß Donnerstag, dann meine ich halt letzten Donnerstag. Ne? Also, ne? Ihr wisst ja hier, Vergangenheit und so, eventuell. Zweites Gas, Core. Und hier zweites Gas, Core. Erster Stalker bei Goody, Warpgate Tech bei beiden. Jetzt auch der Stalker bei Jax 2424. Nächster Pilötchen, Mache wird hier gebaut. Jax scoutet hier rein, sieht ja alles klar. Der macht ja das gleiche wie ich. Und hier jetzt auch der nächste Pylon von Goody. Hier nochmal ein, zwei Hits hier auf die Pro. Und er kriegt sogar down hier. Jax schon wieder unaufmerksam. Und Goodys Probe kommt davon. So, Stalker jetzt hier draußen. One Gate. Doppelgas. One Gate. Doppelgas. Und Jax hier wieder. One Gate Robo. Bin ich gespannt. Kann das diesmal klappen? Goody übrigens auch. One Gate Robo. Aber die Robo von Jax ist ein Ticken eher. Dafür hat Goody einen Worker mehr und boostet jetzt hier, was boostet er denn? Ach, hier unten den Core.
Scheint irgendwie so in der ESC-Geschichte zu sein, denn das habe ich bei Jack Sitchin öfters gesehen, dass er sein Chor halt nicht hier in die Nähe des Gates irgendwie baut, sondern mit einem weiteren Pylon hier hinter die Mineral Line. Und das macht auch Goody. Twilight Council und weitere Gateways. Oh, Special Tactics hier von Jax. Was wird das? Ja, One Gate Robo jetzt hier durch und auf der Seite von Jax gibt's halt hier 3 Gate Robo Twilight Council. Was hat er damit vor? Will er jetzt einen DT-Drop spielen? Nee, es kommt Bling. Nächstes Gate, also 4 Gate Robo mit Bling. Weil Goody jetzt hier erst das zweite Gate und Goody hat hier unten auch den Koloss-Tech unterwegs. Und dementsprechend hat auch sehr spät seine weiteren Gates erst am Start. Und hier der Observer geht raus. Und hier vorne der Ops von Jax im Anflug. Also One Base Koloss-Tech hier von Goody angestrebt. Hier sehr wenig Units am Start. Und bei Jax halt hier 4 Gate Robo mit Blink. Ja, interessante Konzepte hier bei beiden und ich bin gespannt, wer das Ganze hier für sich entscheidet. Hier vorne kommt der Observer auf jeden Fall von Jax. 44 zu 38 im Supply, auf der anderen Seite hier auch gerade der Observer von Goody und guckt sich jetzt hier alles ganz genau an. Sieht jetzt hier, oh, Twilight Council. Ja, Return to Serve. Hat ja auch das 4 Gate Robo gesehen. Sollte sich also entsprechend darauf einstellen können, beziehungsweise sich ausrechnen können, was da kommt. Und jetzt kommen hier erstmal eine Menge Stalker. Bling ist gleich durch. Erster Immortal kommt jetzt hier auch gleich für Goody. Hier vorne wurde gerade irgendwie was verprügelt. Ja, wohl irgendwie eine Probe oder was hier am Watchtower. Ja, zweiter Immortal unterwegs für Goody. Und er kann sich jetzt halt ganz entspannt hier mit dem Ops Division verschaffen. Könnte sich dann auch theoretisch reinblinken. Weitere Units werden hier, denke ich mal, gleich reingeworbt. Der Pylon ist jetzt hier fertig, aber jetzt geht sie erstmal in den Fight und es schafft hier der gute Jax zuerst den Ops zu killen. Blinkt sich wieder raus. Das ist immer so eine Sache. Wer killt wem den Observer? Und beide haben es versucht, aber Jax war erfolgreich. Weitere Stalker werden jetzt hier unten direkt mal reingeworben. Also Mars Stalker mit Bling. Und wozu die Robo? Ja, für den Observer natürlich. Und jetzt geht es hier rein und auch gleich wieder raus. Der eine Stalker hier kommt davon. 7 Hitpoints. Einer ging, glaube ich, dabei down. Ja, die Robo nur einzig und allein dafür da, hier mit den Observern die Vision zu gewährleisten. Weitere Stalker und Bersen werden hier reingeworfen. Jetzt geht's hier da mal gegen den Ops. Der wird hier aus dem Leben geschossen. Da kommt die Versis, keine Sentries am Start hier von Goody. Die Blinkstalker gehen hoch und klingeling, knack, knack, knack. Geht's hier auf. Die Immortals, die gehen einer nach dem anderen down. Die Bersen prügeln ja auch noch. Goody hier komplett ohne Micro bis auf das Focus Fire auf. Stalker. Jetzt kommen von hinten weitere Reinforcements hier. Da wird jetzt einzeln schön rausgeblinkt hier von Jax. Da zeigt er uns mal, wofür Blink da ist. Weiterer Chase-Blink hier von den frisch Reinforcements. Warpern. Reingeworfen. Stalker nochmal ein Warp-Prism hier von Goody. Der will hier nochmal was machen, aber das wird rausgesniped. GG. 1:1 hier. Und ja, wir wollen gar nicht lange drum herum reden. War ein schönes Spiel. Der eine halt hier 3-Gate, beziehungsweise dann 4-Gate-Robo, Blinkstalker-Play gegen die schnelle Robo auch von Goody. Der Stalker Immortal hat leider nicht geklappt. Und damit steht es 1:1. Goody wollte übrigens auch gerade noch die Twilight bringen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In Spiel Nummer 3. Und das schauen wir uns an. So, da geht es los, das dritte Spiel, ohne groß viel Bremborium hier. Heben wir auch nochmal ab nach dem Bremborium? Wenn wir sagen können, welcher Film das war, dann seid ihr gut. Und es ist Spiel Nummer 3 auf Antigua Shipyard zwischen ESC Goody und ESC Jax PvP weiterhin. Das Matchup, Jax hier wieder in seiner Wahlfarbe grün und der, ja, leicht fehlgeleitete Panzergeneral hier in lila, wie immer. Pylon, Pylon, bei beiden. Und Prop bei beiden. Protoss bei beiden. 1-1 bei beiden. Oh,
APM nicht ganz gleich. 200 zu 20, das Zehnfache immerhin bei Jax. Aber Goody braucht keine 200 APM, um Spiele zu gewinnen. Das hat er uns schon so oft gezeigt. Und das ist ja eh auch nur gespammt da von Jax. Das ist ja alles nicht anzunehmen, der kleine Bursche da. Ja, Gateway kommt und gab's hier einen Observer. Ja, Pat war hier mit am Start. Der rumänische Caster, dessen Idee das Ganze ja hier war, mit der SC2RO. Das ist sowas ähnliches wie die NESL, nur halt nicht mit 50.000 Dollar und Koreanern, Amis und Europäern, sondern etwas kleiner gehalten mit nur 1.600 Euro, ein paar Grafikkarten und nur Europäern größtenteils. Und nichtsdestotrotz ist das ein schönes Event, denke ich. Es wird ähnlich halt ausgespielt, es wird diverse Gruppen geben. Und dann kommen halt immer die Gruppen Ersten und die Gruppen Zweiten kommen, glaube ich, weiter. Der Dritte muss in die Playoffs und ich glaube, Sechser- oder Achtergruppen sind es insgesamt und weiß nicht. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Das wird dann jetzt am 26. Oktober losgehen bis Mitte, Ende Dezember. Da sollen dann die Finals sein. Beide löten sich übrigens gerade gegenseitig hier am Pylon rum. Und zweites Gas bei Goody und bei Jax jetzt auch. Ja, Goody kommt an, findet ihn. Und auch hier Jax kommt an, findet den Goody. ESC, wie gesagt, gegen ESC. Protoss gegen Protoss. Eine kleine, mehr oder weniger Sensation, würde ich mal sagen. Denn wann sieht man Goody schon mal in einem BO3, wo es um was geht, Protoss spielen? Und es geht halt hier um die Qualifikation für diese SC2RO. Da sind mittlerweile schon Spieler wie Dimaga, Beastie Cutie, Turok, Servior ist, glaube ich, noch mit dabei. Death Angel ist mit dabei. Also sind schon eine ganze Menge gute Leute. Und das ist halt hier das Finale zum deutschen Qualifier. Goody gegen Jax. Es wird in den nächsten Tagen nochmal einen Open Qualifier geben für alle, die es bisher versäumt haben oder für deren Land es halt keinen Qualifier gab, denn es gab halt hier so für Polen, für die Tschechei, für Russland, Ukraine, Spanien, nee, gab es nicht, es gab Franzosen, Deutsche, Italiener und so weiter und so fort. Da gab es halt jeweils immer einen Qualifier und ja, sind halt einige gute Spieler dabei, wie gesagt, Kars, Beastie, Dimaga, Blei, Servior, der übrigens Holländer ist, wusste ich gar nicht, ich dachte, das wäre auch so ein Osteuropäer. Und das ist halt hier das Finale zum deutschen Qualifier und Jax hier, One Gate Flughafen. One Gate Flughafen von Jax gegen One Gate Robo von Goody. Und damit hat hier eigentlich Goody schon mal einen Nachteil, denn Robo-Units, egal welche, können nix, können gar nix gegen Flughafeneinheiten. Flughafeneinheiten hier sind imbar, denn ja. Sie schießen in die Luft, sie schießen auf den Boden und Robo-Units schießen nur auf den Boden, wenn überhaupt. Observer und Warp-Prism schießt überhaupt nicht. Total imbar hier der Flughafen von Jax. Er spielt jetzt hier Mars Phoenix. Zweites Gate unterwegs. Was ist mit dem Warp-Gate-Tech? Ist hier erforscht, aber noch nicht aufgeklappt hier die Gateways. Bei Goody geht es jetzt hier auf und es gibt hier wieder das Warp-Prism und der Coloss-Tech kommt wieder. Also Two-Gate-Coloss-Tech von Goody gegen jetzt halt hier die drei Phoenix von Jax und der Rally Point geht auch hier direkt mal drauf auf die Flugzeuge. Jetzt geht der einmal rüber, scoutet die einmal komplett ab. Instant hier werden mal ein paar Worker geliftet und gekillt und da kommen ein, zwei Stalker. Oh, die Sentry hier so teuer. Hat sich jetzt eigentlich schon fast wieder gelohnt. Zwei Worker und eine Sentry. Fast, aber auch nur, wir gucken mal, das ist los. Ja, 350 zu 0. Echse hinterher von Goody, der hat jetzt hier. Oh, die Kolossik hat abgebrochen. Bringt jetzt nochmal ein drittes Gate. Mittlerweile vier Phoenix, aber hier die Stalker von Goody am Start. 40, 45 und auch Jax in der Hinterhand jetzt hier den Nexus am bringen. Und wenn das immer so hoch und runter geht hier, das ist meine Maus, mein Mausrad nervt irgendwie so ein bisschen. Das habe ich auch beim Browsen oft.
Wenn ich runterscrollen will, dann geht es meistens dann immer gleich wieder ein Stückchen nach oben, weil irgendwie, das weiß ich nicht, hat funktioniert nicht richtig. Ein Stalker hier wird im Warp geliftet. Ja, und auch Jax sagt hier lol. Das habe ich jetzt auch noch. Ja, sowas geht. Spuren wir nochmal zurück. Eine rein warpte Unit. Das wusste ich auch noch nicht, dass man eine noch nicht fertig materialisierte Unit schon liften kann. Gut zu wissen. Wieder was gelernt. Aber wahrscheinlich werdet ihr jetzt mir gleich wieder in die Comments in die Ohren. Das wussten wir doch schon ewig. Das geht doch schon immer. Gar kein Problem. Das haben wir doch gewusst, Mensch. Pink und Noob, du alter Kackvogel. Oh, der slidet ja auf die Echse von Goody. Und Goody braucht hier Blink oder halt auch einen Flughafen. Sonst rennt er hier die ganze Zeit den Phoenixen nur hinterher. Ja, und Jax jetzt selbst ja auch in der Hinterhand weitere Gateways geaddet und Immortals und Bersis hier am Start. Wir gucken mal 29 zu 28. Ja, falls euch was Lustiges interessiert hier oder was heißt lustig für die Katze, für den Kater, da interessiert ihr euch ja. Ich mach kurz auf Pause, während ich das erzähle. Denn erstens ist ja die Katercam geplant. Wenn wir hier sein Körbchen kriegen, dann werde ich meine zweite Webcam klar machen mit einem kleinen Licht noch. Und dann kann er sich, wenn er das Körbchen akzeptiert, wenn er da drin liegt, wird es halt die Katercam geben, sodass wir ihn im Cast öfter sehen können. Zweitens hat er sich gestern zweimal tierisch bekotzt. Denn ich habe Spaghetti gemacht gestern, Miracoli, und der Kater fährt total auf dieses Parmesanzeug ab aus diesem Tütchen. Wenn er sieht, dass ich, der weiß ganz genau, wenn ich da die Miracoli aufmache, dass da ein Tütchen dabei ist, was ihn sehr interessiert. Wenn ich das halt so alles über dem Küchentisch ausleere, diese ganze Nudel, Gewürzmischung, Scheiß und dieses Tütchen mit dem Käse, und ich mich nur einmal kurz umdrehe, dann hopst er auf den Tisch, schnappt sich die Tüte und rastet vollkommen ab und haut ab mit dem Ding. Am besten unter das Bett, damit ich erstmal hier da nicht so schnell hinkomme. So, gestern nehme ich ihm das Ding weg. Und dann, ja, mache ich halt Essen und dann jault er mich hier so voll, ich will auch. Und dann habe ich ihm halt so ein bisschen von diesem Parmesan gegeben in dem Schälchen. Eine halbe Stunde später kotzte die ganze Bude voll. So. Habe ich ihn dann wieder angemetzt. Hier, siehst du endlich, dass du das nichts verträgst, du blöder Vogel. So, nächstes. Ich habe dann das Pulver so ein bisschen auf dem Küchenschrank hingepackt. Also, nee, das war gar nicht auf dem Küchenschrank, war auf dem Herd, hinten am Herd. Ich habe nur so einen Drei-Platten-Herd und auf diese eine Platte, da kann man halt was drauf abstellen, aber die heizt halt nicht, weißt du? Halt drei Platten. Und das lag da hinten in der Ecke, weil die ist hinten links die Platte, so in der Ecke, und der Herd steht auch in der Ecke drin. Und dann, abends, gehe ich ins Schlafzimmer, kurz mal so zwischen, einfach nur so, weil ich irgendwas da wollte. Und dann liegt er freudestrahlend mit der zerfetzten Tüte, der ganze Teppich voll mit dem Zeug. Leckt sich die Pfoten und sagt so, was willst du denn hier? Ich habe gerade leckere Parmesan wieder geschlotzt. Ja, ich mir schon gedacht, ja, pass mal auf, was die dann gleich wieder fährt. Und was habe ich gesagt? 20 Minuten später kotzt er hier wieder alles voll. Aber er lernt es auch nicht. Er lernt es nicht. Und er fährt aber total ab auf Parmesankäse. Wenn er es vertragen würde, könnte ich ja sagen, hier Leute, wenn ihr dem Kater was Gutes tun wollt, kauft mir ein Kilo Eimer voll Parmesanpulver. Oder dieses, ist ja noch nicht mal Parmesan, das ist ja bloß geriebener Hartkäse. Ja, kleine Anekdoten hier, nochmal zwischendrin, das Spiel läuft mittlerweile weiter. Hier vorne wieder die Phoenix im Anflug von Jax, wieder eine Probe hier rausgenommen. Weitere Gateways bei Jax, Forge bei Jax und hier vorne wird hier, was geht hier down? Keine Ahnung, auf jeden Fall geht gerade die Waschmaschine los. Schleudergang, hier mal schnell die Tür zumachen. Ja, hier wieder professionell alles ganz hervorragend beim Carsten. Erzähle ich erstmal Kotzgeschichten oder halt auch die Waschmaschine, die schon anfängt zu schleudern. Gar kein Problem. Beide halt mit der Expansion hier weitere Gateways bei Jax halt das Follow-up hier. Gateway Mix, Immortal, Income 3037, Jax ein bisschen voraus und verliert jetzt hier eventuell einen Phoenix. Ja, der Immortal überlebt hier. Überlebt der Immortal. Er überlebt nicht. Aber auch zwei Phoenixe dafür verloren.
Aber halt wichtig hier für Jax, dass er ihm halt jetzt hier diese Damage Units nimmt. Weitere Gateways für Goody. Der hat noch 3 Gates nur. Der muss sich die ganze Zeit hier erwehren gegen die Stalker und der braucht Blink. Jax ist aber jetzt hier derjenige, der mit der Twilight Council um die Ecke kommt. Hier vorne hier. Er macht's ganz gut hier mit den Stalkern, wie er sie hier verteilt. Ah, der Phoenix kommt nochmal weg hier mit 10 Hitpoints. Alter, jetzt geht er down. Jax, aufpassen. Oh. Ja, 1:1 hier das BO3 zwischen den zwei Clan-Mates hier. Goody gegen Jax. Goody gerade Supply Block, Twilight Council jetzt hier ready. Das 1er Angriffs-Upgrade läuft. Ah, und jetzt hat hier auch Goody realisiert, dass er die Twilight braucht, beziehungsweise dass er Charge oder, ach nicht Charge, hier Blink braucht. Viel zu spät, wie ich finde. Hat so viel Overgas, 700 Gas, hier vorne nochmal 2 Phoenix. Nochmal hier, zack, eine Probe rausgenommen, zack, zweite Probe und dann kommen erst wieder die Stalker. Das Blink-Upgrade jetzt hier bei Jax schon im Research. Doch, hier schon wieder 4 Immortal. Ah, das wird jetzt ganz bitter. Auch die Echse, die läuft hier ganz hervorragend für Jax. Goody selbst, ja, der hat auch die Echse, aber er hat halt hier 10 Worker weniger. 50:40, wenn man es hochrechnet. Beziehungsweise aufrundet. Ja, jetzt gibt's hier Bling mit Chrono Boost, aber wie ich finde, halt viel, viel zu spät. Da hätte Goody viel früher drauf kommen müssen. Und bei Jax jetzt halt hier 1-0 durch, Blink durch und jetzt wird er pushen und Goody sieht das, was jetzt hier kommt. So viele Immortal Stalker, Bersen, fully charged mit den Sentries hier. 1-0 Upgrade ist durch, jetzt wird auch nochmal der Observer rausgenommen, ist halt extra nochmal kurz ein Stück zurückgekommen. Blink jetzt hier, wie gesagt, in wenigen Sekunden am Start, bei Goody noch nicht mal 50% und guckt euch an. Hier steht ein paar Bersen, er hat jetzt hier auch 4 Immortal, aber er andere Protoss hier. Jax hat Bling und Jax hat 1-0er Upgrades. Eieiei. 120:99. Hier vorne jetzt aber auch einiges von Goody am Ankommen. Wir gucken mal, bevor das jetzt hier losgeht, aufs Army Supply. 56:77, aber doch 20 voraus. Für Jax, auch wenn Goody sich hier schön aufstellt. Guardian Shield kommt, da kommen die Phoenixe. Da gehen hier instant die Units raus. Da werden nochmal schön 2 Immortal rausgeliftet. Hier die Bersen prügeln sich mit den Bersen. Weitere Bersen werden reingeworfen. Das ist jetzt hier der letzte entscheidende Fight um den Einzug in die Gruppenphase der SC2RO. Und was soll ich sagen? Blink jetzt hier auf den High Ground. GG für Goody. Und Jax gewinnt das PvP gegen seinen Clanmate Goody 2:1. Aber wir haben gesehen, dass auch Goody Protoss noch kann. War jetzt hier zwar kein High Game, also High Super High Deluxe Pro Supi Gameplay. Aber er hat immerhin geschafft, hier Jax ein Spiel abzunehmen im PvP. Und somit ist Jax also qualifiziert für die SC2RO Gruppenphase. Und Goody hat noch eine Chance. Wie gesagt, am 15. gibt es nochmal einen Open Qualifier. Ich weiß nicht, ob er da mitmacht. Heute wäre da übrigens der italienische Qualifier. Bin ich ja mal gespannt. Und wie gesagt, wenn euch das gefallen hat hier, das extra etwas, naja gut, extravagant kann man nicht sagen, das etwas außergewöhnliche BO3 halt hier mit Goody als Protoss gegen seinen Teamkollegen ESC Jax. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein paar Comments da. Und Jax, falls du dir das jetzt hier auch anguckst, es tut mir leid, wir wollten das eigentlich zusammencasten, aber ich hab's jetzt doch alleine gemacht. Ich hab's alleine gemacht. Doch. Ja, denkt dran, euch auch für die Placement-Action anzumelden. Wenn ihr das Replay guckt und die Placement-Action ist schon vorbei, dann meldet euch für die nächste an. Ganz klar, wird es definitiv geben. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Kloppt's euch rein und ja, ihr wisst, abonnieren, kommentieren, liken, tralala, Facebook, YouTube, Twitter, www.12.de, tra, supitu und tschüss.